Willkommen zum Lösungsvideo zu den Genitivaufgaben. Ich hoffe, die haben Sie schon selber gemacht und die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Im ersten Teil der Aufgabe sollten Sie den Genitivteil unterstreichen. Das habe ich hier gemacht. Zusätzlich habe ich das noch in dieser pinken, rosa Farbe geschrieben, damit man es ein bisschen besser erkennen kann. Ich habe hier die Präpositionen fett gedruckt, die jetzt hier in diesen Sätzen dafür ausschlaggebend sind, dass wir den Genitiv benutzen müssen. Ich habe außerdem noch das Subjekt, also den Nominativ, in grün markiert, damit Sie das auch nochmal sehen. Sie sehen, im ersten Satz gibt es kein Subjekt. Das liegt daran, dass hier ist eine Passivkonstruktion. Also hier wurde getanzt. Dieser Satz steht im Passiv. Den hatten wir jetzt noch nicht behandelt. Das heißt, hier gibt es kein Subjekt, also das wird sozusagen weggelassen. Ansonsten habe ich noch die Verben rot markiert, weil die Verben für den Satzbau immer extrem wichtig sind und deswegen habe ich die jetzt hier nochmal mit reingenommen. Die anderen Sachen, die anderen Objekte, hier zum Beispiel Akkusativ für einen Monat oder mit vielen Fischen Dativ, habe ich nicht farbig gemacht, sonst wird das hier einfach viel zu bunt. Im zweiten Teil der Aufgabe sollten Sie Sätze vervollständigen. Sie sollten hier bitte auf die Deklination achten. Das heißt, ich habe ja hier immer im Nominativ die Nomen hingeschrieben mit dem jeweiligen Artikel. Und den müssen Sie dann hier so verändern, also deklinieren, dass das passt. Also hier muss dann der Frau stehen. Also Nominativ die Frau wird jetzt hier zum Genitiv der Frau. Dann habe ich, wie gerade eben auch, die wichtigen Präpositionen groß fett gedruckt, damit Sie das ein bisschen besser erkennen, warum jetzt hier der Genitiv benutzt wird. Bei Nummer 10 ist nochmal eine Besonderheit, hier ist jetzt keine Präposition dafür ausschlaggebend, sondern hier das Verb anklagen, das ja eins von diesen Verben war, die ein Genitiv verlangen, den sehen Sie hier, des Diebstahls. Bei Nummer 6 habe ich jetzt noch das Lachen. Das ist jetzt hier kein Verb, da müssen Sie aufpassen. Sie haben das Lachen, das heißt Lachen wird groß geschrieben, weil es ein Nomen ist. Im letzten Teil der Aufgabe sollten Sie aus diesen vorgegebenen Wörtern Sätze bilden. Hier müssen Sie ein bisschen aufpassen. Zum Beispiel hier im ersten Satz, ich habe hier gestern hingeschrieben. Das heißt, dieses Werden muss dann zu wurde werden sozusagen, und zwar weil das ja gestern passiert ist. Also Sie müssen jetzt hier entweder das Präteritum oder den Perfekt benutzen. Ich habe jetzt hier einfach mal das Präteritum benutzt. Sie können natürlich auch gerne jetzt hier den Perfekt benutzen, aber hier finde ich diesen Satz dann schöner. Wichtig ist außerdem, dass Sie hier des Hauses schreiben, also dieses Fenster gehört sozusagen zu diesem Haus und hier bitte nicht zwei S einfach hintereinander schreiben. Wenn da zweimal ein normales S steht, würde man dann schon hier ein E zwischenschreiben. Im zweiten Satz haben wir wieder eine Präposition, die ausschlaggebend ist, warum jetzt hier Genitiv stehen muss. Und hier bitte nochmal aufpassen, das Rauchen, auch hier ist das Rauchen im Nomen und es steht deswegen im Nominativ, das heißt dieser Teil hier ist das Subjekt. Im dritten Satz wieder eine Präposition wegen eines Stromausfalls, also dieser Teil steht im Genitiv, weil hier vorne wegen steht. Hier würde ich kein E hinschreiben, das sieht hier in diesem Fall irgendwie ein bisschen seltsam aus. Hier müssen Sie auch wieder aufpassen, hier bitte das Können, das Modalverb Können, muss hier zu Konnten werden, weil wir hier eine Zeitangabe aus der Vergangenheit haben, und zwar letzte Woche. Also hier, das müssen Sie dann auch noch verändern. Auch in den letzten beiden Sätzen ist jeweils eine Präposition für den Genitiv verantwortlich, einmal aufgrund und einmal trotz. Hier beim ersten Satz müssen Sie ein bisschen aufpassen, bei dem Wort Missverständnis müssen Sie hier an die Endung noch zusätzlich ein S hängen. Also Sie haben zwei S, ein E und dann noch ein S. Das ist hier eine Ausnahme.
Ansonsten müssen Sie hier noch darauf achten, dass Sie hier wieder eine Zeiteingabe aus der Vergangenheit haben, also letzten Freitag. Das heißt, dieses Kommen müssen Sie hier zu kamen machen, weil es hier auch in der Vergangenheit war. So, das war's mit den Lösungen. Ich hoffe, es hat alles funktioniert und Sie hatten viel Erfolg. Jetzt wünsche ich Ihnen nur noch einen schönen Tag und erholen Sie sich gut.